So. Uhu, nach da draußen und herzlich willkommen zu Phineas und Saga. Heute ohne Intro, weil ich darauf keine Lust habe und weil wir eh schon Verspätung haben. ja, wir spielen weiter in der zweiten Abenteuer der ganzen Kampagne, dem Himmelsturm. Wir sind relativ am Ende und ich bin guter Dinge, dass wir das heute zu Ende kriegen. Entweder töte ich die Spieler einfach alle oder ja, oder sie entkommen aus dem Himmelsturm oder erobern den Himmelsturm oder zerstören den Himmelsturm oder was auch immer sie machen werden. Wir sind natürlich, also ich bin nicht wir, das Plural des Majestatis des Spielleiters. Ich bin nicht alleine hier, ich spiele natürlich wie immer mit Leopardin 202 als Fianna Steinhauer, mit Mischka als Nasir Ibn Zahir Al-Masrem und ich kann es inzwischen. Gute. mit dem Enigmon, dem zwergischsten Elfen, der jemals gelebt hat, als Valion Härtensklang und ja, der Torwaller, der jemals in dieser Runde mitgespielt hat, Hjalte Kolbeinsson, gespielt von Pölle. Ja, und wir haben Ton und wir haben anscheinend auch Bild, das ist schön. Und ja, wer von euch mag denn kurz erzählen, was beim letzten Mal passiert ist? Die Chronistin oder jemand anderes? Also ich könnte es knapp zusammenfassen, wir haben episch auf die 12 bekommen. Ja, richtig. Ja, und das ist im Prinzip alles, was passiert ist. Wir haben ja diese Chimären im Glasbehälter gefunden in der vorletzten Runde, haben mal angeklopft und das Glas ist kaputt gegangen und Papier hat angegriffen. Und dann kam, also sechs gab es davon insgesamt und dann haben wir die alle platt gemacht, dabei selber auch ganz schön eingesteckt. Ja, ihr seid, glaube ich, alle ziemlich schwer verletzt, ne? Also Ja, außer Hjalte, der hat mittlerweile glaube nicht ich mehr. hochgeheilt oder sowas. Wir haben ziemlich hoch geheilt, aber wir sind jetzt, also ich bin auf jeden Fall, was Astralenergie angeht, echt Im Eimer. runter. Jupp. Ja. Was echt kacke ist, weil nämlich, also wir haben ja noch einen Raum hinter der Flügeltür gefunden, wo wir einen 13-zackigen Stern auf dem Boden gefunden haben, mit Nebel und blauem Schimmer und das als Dämonenportal mal schön alles vernichtet haben, inklusive Bücher, die da rumlagen. Ja, ob ihr das Abdul hat uns Portal von der Herde. vernichtet habt, wisst ihr nicht, aber ihr habt da halt alles in Wir Flammen haben es gesetzt, ne? angesteckt, ja. Schon vernichtet, ja. Abdul hat von der Herrin Pyrdona erzählt, die lange abwesend war und jetzt wieder da ist und erzählt uns, dass sie Diener hier im Gebäude hat, die noch schlimmere Diener sind als also die Chimären und noch schlimmere erzählt, wie er gefoltert worden ist. Und wir überlegen, dass wir jetzt doch gar nicht mehr so genau weiter tiefer in diesen Turm rein wollen, nachdem wir jetzt diese Chimäre schon gefunden haben. Das Dumme ist nur, auf dem Gang begegnen wir einem Trupp Lachtalben und also was ich davon mache, so schwarz gekleidete, gerüstete Leute, die Elfenähnlichkeit haben und weitere Chimären. Da haben wir aufgehört Und zwar und wir sind jetzt ausgewachsene. Ausgewachsene. Nicht so Babys, wie ihr das bisher Ja, erschwerend kommt hinzu, wie hattet. gerade eben schon gesagt, wir sind alle ein bisschen runter. Das könnte jetzt lustig werden. Und wenn wir mit Lady Luck würfeln, werden wir alle sterben heute Abend. Ja, wir versuchen heute wieder das Discord, den Discord Lady Luck Würfelbot zu benutzen. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja. Maike darf, Leopardin darf nicht würfeln, sonst wird sie sterben wahrscheinlich. Wenn sie genauso würfelt wie bei Vampire Wie gestern, dann werde Vorgestern. ich nicht sterben. Vorgestern war es schon. Aber Himmel, das wie ist ja eine schnell andere ist das Würfel. Wir würfeln vergangen? jetzt mit W20ern und nicht mehr mit W10ern. Das könnte einen großen Unterschied Du machen. hast den Probewurf, den ich vorhin gemacht habe, gesehen, ne? Nein, habe ich nicht. Da hab ich gekonnt ignoriert. Ja, Ja. also wie gesagt, viel ist beim letzten Mal storytechnisch nicht passiert. Wir haben viel gekämpft. Und ja, ihr wolltet aus dem Turm
verschwinden. Der Kapitän hat gesagt, ihm reicht's jetzt. Und auch Shaya hat gesagt, ja, ihr habt viel herausgefunden mit dem, was hier vorgegangen ist. Sie als Schiedsrichterin erklärt, dass ihr das Geheimnis des Turms wohl gelüftet habt. Und ja, sie hat auch angeregt, halt jetzt so schnell wie möglich die Beute jetzt in Sicherheit zu, also für die Torwaller ist es natürlich wichtig, den Loot mitzunehmen, ja. Natürlich auch für die Zwergin. Ja, aber das Blöde ist halt, ihr seid wirklich alle angeschlagen, auch eure Gefährten. Und ja, es kommt zu einer Begegnung im Gang, als ihr gerade wieder rausgehen wollt, mit einer Patrouille der, ja, Fianna nannte sie Nachtalben. Wer weiß schon, Fianna das richtig macht. Die Alte kann mal Götter und Kult, nicht Götter und Kult, sondern hier, wie heißt das? Nicht Geschichtswissen auch nicht. Sagen und Legenden. Das mache ich gern. Und ich weiß nicht, wie viel der Valion mit den Firnelfen schon zu tun hatte. Ich glaube nicht so viel, ne? Genau. Nach denen war ich auf der Suche gewesen und hatte ja dann diese seltsame Unterhaltung mit dem Magier in Oldport gehabt, der so gar nicht elfenfähig war. Und die anderen Firnelfen wollten ja nicht mit mir reden. Ich muss mir irgendwas muss ich immer mit dem Licht tun, irgendwie ist das total schlecht. So. Jetzt brauche ich noch mal kurz, die Hilfe. Ich habe jetzt dann eine 10, eine 8 und eine 1 gewürfelt, ist das so, richtig? Mal kurz den Würfelwort einblenden. Ja, genau, eine 10, 8 und 1, genau, richtig, ja. Alles klar. Dann habe ich zwei Qualitätsstufen. Zwei Qualitätsstufen. Ja, dann erinnerst du dich an eine, an einen Skalden, der bei euch im Dorf damals Geschichten erzählt hat von dem Hetman Arjolf. Der berühmte Hetman Arjolf, ja, der bei seiner Nordumsegelung des Yeti-Landes hat er irgendwie Geschichten mitgebracht von Schneeschraten und von merkwürdigen Leichen im Eis, die er gesehen hat, die eben so dunkle Plattenpanzer anhatten und mit komischen, altwirkenden Schwertern gekämpft, so anscheinend bewaffnet waren. Und da hat er ganz viele Leichen im Eis gefunden von denen. Und irgendwie erinnern dich diese Rüstungen, die diese merkwürdigen Wesen da jetzt tragen, schwer an diese Beschreibung von dem Skalden. Ja, außerdem gibt es noch eine andere Sage, von die du mal gehört hast, dass es wohl bleiche, hochgewachsene, spitzohrige Alfen geben soll im Eis, hoch im Norden. Und dass man sich besser nicht mit denen anlegt. Sollen fürchterliche Krieger sein. Das wollen wir mal ausprobieren. Ja. Die Wesen, die euch da entgegen sind, wie gesagt, in schwarze Rüstungen und mit schwarzen Helmen gekleidet, haben teilweise Bögen, teilweise merkwürdige, anarchisch aussehende Säbel mit. Sie sehen den Valion relativ ähnlich, sind vielleicht noch ein Ticken graziler als die Elfen, die ihr bis jetzt so gesehen habt. Azir und Valion haben ja bestimmt schon einige Elfen gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei Fianna und Jalte so der Fall ist. Noch ein Tick graziler, irgendwie drahtiger als so ein Elf. Wenn das überhaupt noch geht, dann sind es diese. Obwohl sie jetzt diese dicken Plattenpanzer tragen, kann man das durchaus erkennen. Und die Haut ist sehr, sehr, sehr blass. Fast schon wie bei einem Toten, würdet ihr sagen. Und die Augen sind pupillenlos. Schwarz. Also tragen sie keine Helme? Keine Helme, ja. Oder wenn sie Helme tragen, sind die Visiere gerade offen. Und die spitzen Ohren auch erkennen. Alles klar. Ja, und dabei haben sie halt zwei von diesen Chimären, von denen ihr kleinere Exemplare schon besiegt habt. Und das sind jetzt aber anscheinend ausgewachsene, diese merkwürdigen Wesen noch um ein, zwei Köpfe überragen.
Also so groß sind wie Raluf und ich halte vielleicht sogar noch einen Tick größer. Na toll. Also wie viel sind das jetzt insgesamt von den Alfen? Von den Alfen sind es jetzt ungefähr 5 und 2 von den Chimären. Alfen, man, die guten Hände. Alfen, cool. Ja, wir mögen alle Katzen. Ist das der einzige Gang oder gibt es da eine Fluchtmöglichkeit? Das ist der Gang, durch den ihr gekommen seid. Das ist so noch gar nicht richtig ausgekundschaftet. Ihr wisst, dass es relativ symmetrisch war, der ganze Aufbau. Ihr könntet euch zurückziehen in diese Kulthalle. Und soweit ihr das ausgekundschaftet hatte, war auf der anderen Seite nochmal genau der gleiche Gang, der auch hoch zu dieser Schlafkammer führte. Haben die uns schon gesehen? Ja, die haben euch gesehen. Okay. Dann alles, was wir jetzt machen, irgendwie passiert halt innerhalb von ein paar Sekunden. Deswegen müsstet ihr besprechen und dann entscheiden, was ihr macht. Würde ich mich einfach einen Schritt nach vorne gehen, kurz umdrehen zu Filerson und sagen, spielt einfach mit. Und dann drehe ich mich nochmal zu den Dunkelelfen um und versuche irgendwie eine achtungsheischende Pose zu machen. So als wenn ich mich nicht vor denen einscheißen würde. Und würde wundersame Verständigung wirken. Mhm. Moment, das sind 3D20. Oh, Herz, ey. Geschafft mit einem Punkt über. Also einer Qualitätsstufe. Das heißt dann? Ich spreche deren Sprache. Leider nur für 3 Stunden. Okay. Das sollte ja erstmal reichen. Okay. Es wird auch Zeit, dass er kommt. Wer bist du? Seid ihr unsere Eskorte? Nein. Wer seid ihr? Euch mangelt es wohl an Disziplin. Wir sind Chimärenspezialisten, von der Herrin beauftragt, das Wirken hier zu prüfen und... Diese stümperhaften Kreaturen dort in den Zylindern sind es nicht wert, am Leben zu bleiben. Wir müssen neue Inkredenzien besorgen. Die Herrin persönlich hat euch geschickt. Nochmal bitte? Die Herrin persönlich hat euch geschickt. Beauftragt. Um ihre Diener noch stärker zu machen. Wann war das? Ich merke mir nicht jede Kleinigkeit. Wir erhielten eine Nachricht vor einigen Monaten und mussten Vorbereitungen treffen und sind hier angekommen. Vor, weiß ich nicht, knapp einem Tag. Und warum haben wir euch noch nie hier gesehen? Ich habe nur Sinn für meine Arbeit. Ich weiß nicht, warum ihr mich hier nicht gesehen habt. Ihr wisst ja auch nicht, dass wir eine Eskorte brauchen, die uns wieder zu unserem Schiff bringt. Information scheint bei euch nicht groß geschrieben zu werden. Er legt so den Kopf schief. Nun, das lässt sich ja einfach überprüfen, was ihr sagt. Bitte verschwendet unsere Zeit und zieht den Zorn eurer Herrin auf euch. Es ist mir egal. Wir werden so oder so bezahlt. Bezahlt. Gut, folgt mir. Und du bist dir nicht sicher, ob das Wesen, was mit dem du gesprochen hast, ein Männchen oder ein Weibchen war. Das hatte eine merkwürdige, tiefe Stimme. Für die grazile Gestalt. Es könnte auch vielleicht beides sein. Bei Elfen weiß man das ja schon nicht so genau. Und bei den Viechern hier. Ich hab ja Elfentestosteron-Pillen. Wer weiß das schon. Ja, sie führen euch irgendwie durch die Korridore, wenn ihr folgt. Glaube ich, die sinnvollste Alternative, die wir gerade haben.
Jalte will drauf. Diese Verständigungs... Das Verständigungswunder wirkt ja auf uns alle, ne? Nur auf mich. Nur auf dich, okay. Ihr habt das gerade nicht verstanden, ja. Schau gerade nochmal nach, und der Geweihte erhält, ne, nur der Geweihte selbst. Kann Valion, konnte Altelfisch, ne? Auch sprechen. Ja. Ja. Dann hast du ganz, ja, das ist nicht Altelfisch, was die reden, aber es ist ähnlich. Du hast ein paar Worte verstanden. Du hast den Zusammenhang nicht begriffen, aber du hast so ein paar Worte verstanden. Ich hab die, also verziehe auch total das Gesicht, da es mich schmerzt halt, diese dämonische Verzerrung der elfischen Zunge zu hören. Ja, also sie sprechen auch mit so einer, auch mit so einer ähnlich, mit so einer ähnlichen Stimmprägung wie Elfen. Das, habt ihr inzwischen Valion ja schon ein bisschen zumindest reden gehört und wisst, dass Elfen halt zweistimmig auch sprechen und singen können. Und das ist, wirkt so ähnlich, wie diese Wesen sprechen, nur dass irgendwie die zweite Stimme, irgendwie die dann immer durchklingt, noch viel rauer und irgendwie abgehackter und zischender klingt. Also nicht, das ist, sie klingt alles ein bisschen disharmonisch, während es bei den Valion und anderen Elfen, die ihr vielleicht kennt, bisher immer sehr melodisch geklungen hat. Wie reagiert Abdul eigentlich auf die Anwesenheit? Und der ist gerade beschäftigt irgend so einem kleinen Holzding, was ihm Shaya gegeben hat. Irgendwie so ein Kniffelding. Das ist wohl ganz gut. Ganz da drauf und dreht das um und jetzt irgendwie so ein kleines Rätselkästchen. Ja, bevor wir uns in Bewegung setzen, würde ich mich dann nochmal sagen, ich werde kurz meine Untertanen informieren. Und dann auf Torwallig zu Filiason sagen, ich habe sie genaht. Sie denken, wir würden für Padona arbeiten. Sie sollen uns zum Hangar führen. Ich hoffe, dieser Kniff funktioniert. Und was, wenn nicht? Dann sterben wir woanders als hier in den Gängen. Oder ihr kriegt euren großen Kampf woanders als hier in den Gängen. Vielleicht in einem etwas epischeren Gefilde. Hm. Zieht auch einen Braul hoch. Okay. Warum können wir den jetzt nicht aufs Maul hauen? Meint Raluf. Raluf, vielleicht gewittert es oben. Und du willst doch die fiesesten Viecher auch im Gewitter schlagen, oder? Wir könnten sie doch angreifen, wenn sie uns den Rücken zuwenden. Was jetzt? Raluf, Gewitter! Gewitter! Diese Chimären sehen weit fähiger aus als die in den Zylindern. Nein, zumindest größer. Deswegen sollten wir sie ja überraschen. Ja, genau, Katze. Hoffentlich verstehen die kein Torwallisch. Ja, na gut. War jetzt, abgesehen von Gareth, das Einzige, was mir noch eingefallen ist unter Ludamidia. Das wusste ich, ob das der Captain kann. Ja, das Risiko ist immer da, ne? Also ich spreche Gareth. Mhm. Ja, dann die Torwallisch, die ich bisher kann, die reichen nicht. Ja, dann gebe ich es dann nochmal auf Gareth hier weiter. Also erstmal, das ist eure Entscheidung, Captain. Ich habe nur mein Möglichstes versucht. Solange sie nicht erkennen, dass wir hier einen Gefangenen mit uns führen. Haltet ihn irgendwo hinten und weiß ich nicht. Gut. Ja, sie führen euch irgendwie durch die Gänge. Und waren wir schon mal? Erstmal zurück in die große Halle, die Anbetungshalle. Und dann durch ein großes Tor, was ihr gar nicht erforscht hattet, am Südende der Halle. Und dann einen langen Gang entlang, wo es dann wieder zu dieser Wendeltreppe geht, die anscheinend den ganzen Turm halt verbindet. Und dann die Treppe hinab. Ich glaube nicht, dass wir dort längs gehen sollten. Genau, als wir runtergehen. Hey, ihr, unser Schiff liegt oben. Wir haben keine Zeit. Das ist mir egal. Mir aber nicht. Ich habe den Vertrag. Ich habe Verpflichtungen. Nehme die Konsequenzen auf mich.
Was macht denn die Herren mit unfähigen Gefolgsleuten? Belohnen, befördern oder töten? Bis jetzt hat sie mich immer belohnt und ich habe ein gutes Näschen für Belohnung. Ja, dann gehe ich einen Schritt langsamer. Gehe neben Pilierson. Ich glaube, wir sind aufgeflogen. Er will uns zur Herrin bringen. Es sei denn, ihr wollt die Herrin persönlich treffen. Das ist zu eurer Queste gehört. Alles, was wir bis jetzt von dieser Dame wissen, es wäre natürlich enorm interessant, sie zu treffen. Und tödlich. Das auch. Nach derseitigem Blickpunkt kommen wir als Betrüger an, weil sie wird wissen, dass sie uns nicht beauftragt hat. Das ist schwierig, ja. Vorschläge? Kämpfen oder laufen? Ich glaube kaum, dass Abdul einfach weglaufen kann. In dem Zustand, in dem er ist. Ralof kann ihn tragen. Was? Wen soll ich tragen? Abdul. Okay. Wohin? Nach oben oder nach unten? Nach oben. Kommt drauf an, was der Captain entscheidet. Okay. Wir brauchen Leute, die sie hier beschäftigen, während die weniger schnellen vorlaufen können. Grinse Ralof und die Alte an. Nee, Ralof muss ja den... Ach so, ja, stimmt. Den Abdul nehmen. Alter, ich spüle schwer. Freiwillig. Ich spüle freiwillig. Der WG die Alte meldet sich freiwillig und Krottet und Mirja melden sich auch. Mira, nicht Mirja, Mira. Ich guck Fianna herausfordernd an. Ich werde euch Rückendeckung mit meinem Bogen geben. Nee, ich bin raus. Das hat mich zu sehr angestrengt vorhin. Ich kann mit meiner Schleuder unterstützen. Gut, dann möge der Gott Wahl uns beistehen. Und dann lasse ich die Krieger vorgehen. Denk mal, wir bleiben ein paar Schritte zurück. Mhm. Gut, dann und, ja, sobald das Initiative. Ach so, das ist auch das Programm. Das kann das auch. Ein W6 kannst du auch würfeln, ne? D6 dann halt. Und dann kannst du noch plus irgendwas eingeben, dann zählt er das auch zusammen. Ah, das ist. Ja. Ich biete eine 17. 21. Mint. Valion 17. Die Alte 21. Nasir wollte mit weglaufen oder unterstützen? Nee, ich stelle mich dann neben Valion, weil ich habe eine Schleuder. Mhm. Ist jetzt nicht das Reitegerät, aber immerhin besser als nichts. Okay, wer ist denn dann noch außer die Zauberin da, der sich zurückzieht? Warum funktionierte das jetzt gerade nicht? Du musst nur eins schreiben. Nicht nur D6. Das kennt der nicht. Ralof, Mira. Amira, genau, ja. Oh. Mira ist auch schnell unterwegs. Mit einer 20. Interessanterweise. Und Ralof läuft auch noch weg und Krottet, du musst auch noch würfeln, ne? Was hat denn einen festen Wert? Ich muss gerade mal gucken, was er denn einen festen Wert hat, oder? Gold wegwerfen und kämpfen. Krottet. Ja. D6. Will heute nicht.
Warum macht ihr das nicht? Hast du ein Leerzeichen dazwischen? Eigentlich schon. Ah, jetzt kommt's. Oh, Grotte ist schlecht. Ah ja, klar, muss das Slash R heißen. Nur eine 1. Und wen habe ich noch gesagt? Mira, Grottet, Jalte. Oh, ja, mehr passen eh nicht da in die. Und Valion und Azir wollten von hinten unterstützen, ne? Ja, ich werde wohl erstmal buffen. Was hat denn Azir für eine Ini? Steht da bei 19. 19, okay. Und vier Lerstorn laufen mit voraus, oder wie ist es mit den beiden? Die würden mit den anderen mitlaufen. Okay. So, und dann schauen wir mal die Ini-Werte von den Viechern. Da ist das. Muss ich da auch was würfeln? Nein. So, Alp. 1. 2. 3. 4. 5. Und Chimäre 1. Chimäre 2. Hier 11, so sind die Chimären da. Die müssen würfeln, okay. Bin ich jetzt blöd? Warum funktioniert das nicht? Wenn ich das so /R/. So, andersrum. Okay, ich bin dumm. So, 3. Na, 1. Oh, da haben sie schlecht gewürfelt. Plus 1. 9. Okay. Dann ist der Jalte zuerst dran und darf als allererster agieren. Ja, wahrscheinlich muss ich meine Waffen ziehen, ne? Ja, wenn du die noch nicht gezogen hast, schon, ja. Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht mit gezogenen Waffen hinter denen hergelaufen sind und so getan haben, als würden wir zu denen gehören. Das wäre sehr auffällig gewesen, ja. Ja, dann ziehe ich meine Waffen. Schild und Streitaxt. Und werde mich möglichst leise wahrscheinlich sich rückziehenden. Ja, ja, genau. Ach ja, die haben ja noch ihren Rücken uns zugewandt, ne? Genau, dann, die laufen wir vor. Ja, dann mache ich das sehr, sehr leise. Das ist so leise wie das ein Tor war. Super Idee, Murdoch. Allerdings haben wir keinen Illusionsmagier hier. Keine was? Ein Illusionsmagier. Murdoch schlägt vor, eine Illusion der Heldengruppe zu erschaffen, die den Elfen weiter folgt. Tja, Illusionsmagier sind cool, aber ja. Aber nicht vorhanden. Nicht vorhanden, genau. Dann Mira hat ihre Axt irgendwie immer am Gürtel und zieht sie jetzt auch. Und dann ist Azir dran. Ja, Azir kann sich immer noch nicht entscheiden, aber Azir wird wohl eine weitere Lethargie wirken. Ein Zaubergesang, um Jalte zu ermutigen und zu bestärken. Mhm. Achso, die ganzen. Gut. Ich finde es jetzt gerade nicht. 3D20. Oh, jawohl, endlich klappt hier mal was. Gut. Ja, vorhin, das war nicht so der Burner. Mut, Intention, Charisma. Heißt alle Punkte übrig. 2 Qualitätsstufen. Das heißt, der Jalta kriegt jetzt einen Punkt Mut und einen Punkt Attacke dazu. Wow. Ja. Gut. Dann schreibe er sich das auf. Und dann ist als nächstes dran. Nasir ist dran gewesen, Valion. Ja, dann hebe ich doch mal meinen Bogen
und lege einen Pfeil auf und schieße. Okay. Und kannst du Bogen ziehen und schießen gleichzeitig? Bogen kann man nicht wegstecken. Ja, aber du kannst ihn ja schussbereit machen. Also ich weiß nicht, ob du immer die Sehne immer gespannt hast oder so. Ja, ich werde jetzt nicht extra nur, weil wir hinter denen hergehen, die Sehne ausspannen. Ja, naja, also ich glaube, hier unten im Turm war der, glaube ich, schon die ganze Zeit auf Verbracht. Ich frag dich. Genau. Ja. Nee, sonst dauert das natürlich seine ganze Zeit hier, ne? Einen Bogen zu spannen. Vielleicht solltest du, wenn du der Fernkämpfer bist, allerdings auch warten, bis wir an den Gegnern dran sind. Denn sonst kriegen sie es mit und attackieren uns sofort. Ich glaube, die attackieren ja mit ihren Tentakeln oder Klauen oder was sie halt auch immer haben. Die Chimären haben diese Scheren. Ja, genau. Die Chimären eigentlich hinten oder vorne? Crab people. Sind die Chimären hinten oder vorne? Die stehen in der Mitte. Ah, die müssen das erste Ding zurück. Ja, aber nee, es ist, natürlich hat, ich hatte recht. Ich verzögere, bis, halt der Kampf beginnt. Okay. Ja, Krottet, zieht auch einen Säbel und, macht sein paar, macht auch so ein kleines Schild bereit, was er hat. So ein Buckler. Und, ja. Dann sind die Alben alle dran und die Chimären. Und ja, die haben ja von nichts eine Ahnung und laufen einfach weiter nach vorne. Und dann wäre Valion nochmal dran, der zurückgestellt hat. Ja, gut. Dann ja. Dann eröffne ich mal. Ja, reichen denn unsere Krieger in der nächsten Runde den Trupp oder noch eine Runde länger? Ihr lauft ja direkt hinter denen. Achso, okay. Ich würde den einmal dann voll in den Rücken schlagen, du. Ja, damit treffe ich dann den hintersten Alp. Mhm. Ja, der kann sich nicht wehren, nochmal Schaden. Genau. Pfeil ausweichen ist auch unglaublich schwer in der 5. Edition. Ja. Ja, erst recht, wenn du voll überrascht wirst. Mhm. Okay, dann sind das 6 Trefferpunkte. 6 Trefferpunkte gegen den Alp. Okay, gucken wir mal eben, wo ist denn der Alp Nummer 1? Da ist er. Ich korrigiere mich 7. 7 Trefferpunkte. Okay. Genau. Okay. Ja, der Pfeil schlägt in die schwarze Plattenrüstung ein und bleibt tief in dem Alben stecken wahrscheinlich. Und ja, der brüllt auf. Und ja. Jalt ist wieder drin. Ja, dann brülle ich mit und hau voll hinterher. Mhm. Zack, Wuchtschlag. Und treffe. Sehr gut. Ja, der kann sich jetzt noch nicht verteidigen. Was hast du auf denselben, auf den Valion geschossen hat, geschlagen? Ja. Okay. Ja. Fünfzehn Trefferpunkte. Autsch. So geht das. Buja. Kurz gucken. Oh, Valion ist weg. Oh, oh. Ja, der bricht zusammen und ist erstmal ja, purzelt quasi den anderen zu Füßen die Treppe runter. So, dann ist Mira dran. Mira haut auch mal zu. Und Mira trifft nicht. Dann ist dran Nasir. Angriff mit der Schleuder. Jetzt musst du mir nur sagen, ob ich jetzt ein freies Schussfeld habe auf jemanden von den Gegnern. Am besten auch erstmal ein Alben, der hinten steht. Ja. Okay.
Mein Router wollte gerade nicht mehr. Guck uns mal vor. Ups. Die sind weniger als 5 Meter entfernt. Ja. Plus 1 Schaden. Yes! Ukalaka, ukalaka. Ukalaka, ukalaka. 9 Trefferpunkte? Ja, genau. Maximum, was geht. Okay. Alles klar. Dann ist jetzt ja, der Valion dran. Ja, bin ich ja genau zum passenden Zeitpunkt wieder da. Hm. Ja. Ist der, der erste Elf, den du angeschossen hast, gefallen? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Mhm. Und der nebendran, den hat gerade einen Stein gegen den Kopf bekommen. Ja, dann kriege ich jetzt noch einen Pfeil ab. Oder auch nicht. Moment, ich muss mal eben gucken, wo ist denn meine Panzertabelle? Aha. Bei mir kommt auch nur an, dass ich halt es eingegeben habe. Das ist 20 gewürfelt. Ja. Das ist ein. Hat man immer noch Bestätigungswürfe oder nee, fallen die weg in der 5? Ja, ohne Bestätigung. Wo ist denn die Panzertabelle? Ja, wenn der Bestätigungswurf gelingt, da haben wir ja nicht. Kriegst 1W6 plus 2 Schadenspunkte. Okay. Moment, würfle sofort aus. Sechs Schadenspunkte. Au! Tsching! Der Pfeil irgendwie zerbricht irgendwie wahrscheinlich auf der Sehne noch oder so und rammt sich irgendwie mit der Spitze bei dir in den Arm oder so, sowas komisches passiert. Krottet attackiert. Trifft. Mhm. Und ja, der Typ versucht doch mal dann auszuweichen oder zu parieren. Ach, da! Ach. Klausack! Hing! Hing! Ja. Gut, dann ist jetzt der Alp Nummer 1 dran, der jetzt am Boden liegt. Der gibt ein Röcheln von sich. Der Alp Nummer 2 attackiert den Jalte. Trifft ihn. Alte AFK. Ja. Da müssen wir ein bisschen jetzt Cheer machen. Ja. Chica, chaka, chica, chaka. Wie steil ist denn die Treppe? Ist das, sagen wir, ganz flache Stufen oder schon mittelaltermäßig ziemlich hohe Stufen? Also kein europäischer Standard. Mittelmäßig hohe Stufen. Könnt man einen runtertreten. Ja, könntet ihr. Wurdest attackiert, hier halte. Mit einem normalen Attacke. Mit einem Säbel. Merkwürdigen, schimmernden, schwarzen Säbel. Wir können die Alte als Rambock benutzen. 1, 2, für Tor! Er hält halt sein Schild vor und dann, ne? Ah! Wird gekegelt. Nicht pariert. Nicht pariert. Okay. Dann sind das 10 Trefferpunkte. Woo! Yo, der dritte Alp murmelt irgendetwas vor sich hin und es löst sich eine Feuerlanze, die über die beiden Frontkämpfer, über die drei Frontkämpfer hinwegschießt auf Würfel ist mal eben kurz aus mit meinem Ja-Nein-Würfel hier auf den Nasir schießt. Und ein Feuerzunge kommt in deine Richtung. Kann ich mich fallen lassen? Du kannst ausweichen, ja. Ah. Wie gegen Fernkampf? Mhm. Das ist ja toll. hab ich sogar noch eine minimale Chance. Ja, ja, ja! Ja, gut! Boah!
3 wäre das Maximum gewesen, weil es hätte dürfen würfeln. Oh, leck, ey. Mit einem Heftsprung und Rolle nach vorne über die Treppe, unter der Feuerleitze durch. Warte mal. Hier anklicken. Bist du dann doch der Erste, der einen Spitznamen abkriegt? Neo. Neo. So, das war der Dritte. Der Vierte murmelt auch etwas, wo sich hin, aber was passiert momentan noch nicht. Weil ich muss erstmal würfeln. Machen das mal richtig hier. Und für den anderen habe ich jetzt schon nicht gewürfelt, habe einfach davon ausgegangen, dass das schafft, aber. Ja. Der murmelt. Und der Vierte attackiert nochmal Jalte. Und trifft. Ich darf um 4 erschwert parieren, richtig? Ja. Um 2 nach. Um 2 erschwert? Nimm 4. Nee, 4. Jede Parade. Du hast ja schon mal pariert, ja. Also die zweite um 8, die dritte um 12 und so weiter und so fort. Ja! Du schwingst den Säbel beiseite, den er auf dich mit dem er auf dich einsticht. Ja, die beiden Chimären drängeln sich nach vorne, können aber noch nicht attackieren. Und eine neue Runde beginnt und Jalte ist dran. Alles klar, dann kriegt der Übeltäter, der mir gerade eine fiese Wunde zugefügt hat, einen lautschreienden Wuchtschlag. Wuchtschlag! Ach Quatsch. Ja, stimmt trotzdem. Hab zwar die falsche Zahl eingegeben, aber 15 trifft, ja. Oh ja, dann verteidige ich mich doch mal. Ping, glaube ich. Ja, ping. Verteidigt. Und Mira ist dran. Nee. Nee. Und dann ist Nasir dran. Ja gut, dann schleudert der nochmal. Und, okay, falsches Fenster. Schon wieder raus, sagt er. Na. Das ist gerade ein bisschen langweilig für Fianna. Gut. Ist er da... Alternativ. Nein! Trifft nicht. Ja. Fliegt irgendwo um drüber. Irgendwann muss die Glücksstellen ja mal reißen. Ja. Nasir war dran. Dann Valion. Der nicht da ist. Nehmen wir an, dass er irgendwie daneben schießt. Moment, ich guck mal, ob er trifft. Nö. Genau, würfel doch mal. Meinem Ja-Nein-Würfel. Ach so. So, Krottet. In der 3 trifft er. Und wird verteidigt. Dann ist der erste Alp dran, der auf Krottet schlägt diesmal. Ah ne, der liegt ja am Boden, der erste Alp, aber 20. Der zweite schlägt auf Krottet. Trifft ihn. Und der Krottet verteidigte sich. Ja, verteidigt. Und Krottet. Der dritte Alp schießt wieder eine Feuerlanze Richtung Nasir. So, den Steinewerfer, den können sie alle nicht leiden. Ja, 1, 2, 3 ist ein guter Wurf für einen Zauber. Oh, hör doch auf, ey, machst du doch. Ja. Es macht es extra, mein Schatz. Nein. Moment.
Du bist ständig hin und her blättern hier. Das ist die Gretchenfrage, wie hoch war der Kurz? Ja. Erstmal erst 2d6 plus doppelter QS war das, ne? 3 sind 6. Oh, macht das nicht. Ach, schon wieder falsch rum. Ja. 3, 6 plus 6. Slash nicht vergessen. Doch einfach den alten Befehl kopieren und mit Steuerung V einfügen. Warum macht ihr das nicht? Verdammte Scheiße. Der alte Befehl ist aber nicht der richtige Befehl. Ja gut, so. Wenn du einmal richtig... 12 Trefferpunkte. Alter Verwalter. Ah, ich brenne! Entflammbare Ziele werden auf 1 bis 3 auf dem W6 angezündet. Moment. Bin ich entflammbar. Aber deine Kleidung. Aber du geht trotzdem nicht in Flammen auf, ja. Als Gerücht. Gut, das war der nächste. Murmelt immer noch vor sich hin. Dauert anscheinend eine ganze Zeit lang. Und dann die Chimären wuseln sich jetzt gerade nach vorne. Und die Alte ist wieder dran. Buchtschlag! Eine Buchtschlag? Auf den Zauberer! Auf den Zauberer! Auf welchen also auf von den Zauberer, beiden der noch Zauberer? Murmelt. Auf den Zauberer, der noch murmelt. Okay, ja. Gute Wahl. Sehr witzig. Wuchtschlag. Ja! Ah! Trifft! Okay, ja, der kann nicht ausweichen. Mach Schaden. Der ist Wucht geschlagen. Mhm. Dann machen wir doch mal. Treffer. Autsch! Hast du jetzt auf den Murmler hast du schon gehauen? Genau. No. Ja. Ich kann Murmler nicht so gut leiden. Okay. Die versteht man nicht. Alles klar. Gut, dann ist jetzt wieder Mira dran und rollt. Trifft immer noch nicht. Das ist ein Luftloch nach dem anderen. Und ja. Danach. Ah ne, Nasir war vorhin. Nein, Nasir ist nach mir dran. Oh, so rum, ja. Ja, gut. Dann steigen in die Schleuder und der Murmler wurde getroffen und wurde der unterbrochen oder murmelt er weiter? Er murmelt ganz angeschlagen weiter. Ja, dann versuche ich auf jeden Fall den nochmal zu stören mit einem Stein gegen die Nase oder ja. Sonstige. Empfindliche Körperstellen, wo es wehtut. Am besten gegen das Murmelorgan. Gegen das Murmelorgan. Es tut aber nicht so weh. Wenn du einen Stein auf die Lippen kriegst oder auf die Nasenwurzel, ist es schon vom Schmerzpotenzial ein kleiner Unterschied. Trifft. Ja, mach Schaden. Lass ihn leiden. Nix da. Na gut, 7 immerhin. Immerhin, ja. Ja, wie machen wir das jetzt mit Valion hier? Das ist ganz schön doof jetzt. Trifft immer noch nicht nach meinem Ja-Nein-Würfel. Und. Shake doch. Wartet es dran. Trifft aber nicht. So, der erste Alp liegt am Boden, der zweite Alp schlägt auf Krottet. Trifft nicht. Und... da kommt was. So, neuer Anlauf. Mal gucken, ob die Verbindung diesmal hält.
So, ja, die erste Chimäre schlägt auf Jalte. Jetzt wird's interessant. Trifft. Meister ist schon da. Mit den Scheren. Chimäre mit den Scherenhänden. Mhm. Nicht pariert. Ah! Moment, jetzt muss ich wieder zurückblättern zu den Chimären. Ey, wie schlecht würfelt dieses Programm denn? Das ist der Prankenhieb. 2W6 plus 2. Ah! 9. Ach, okay. Das geht noch. Würfeln wir wenigstens konstant niedrig. Ja? Aber die zweite Attacke von ihm kommt direkt nach hinterher. Trifft nämlich auch. Ja. Willst du noch mit minus 4 verteidigen? Ja! Teiligt. Okay. Die zweite Chimäre haut auf, trockrottet, trifft ihn. Und der Kerl mit 11 trottet. 11 verteidigt sich. Zweite Attacke. Trifft. Nicht verteidigt. Aua. Also das ist 2W6 plus 2. Au, 12. Krottet kriegt einen tiefen Schlag in seinen Körper und seine Lederrüstung. Seinen dicken Schaden. Fällt mir gerade ein, ich habe vergessen, man kann ja nach dem Angriff noch was rufen, oder? Mhm. Würde ich die Möglichkeit gerne nochmal wahrnehmen, eine Sprechaktion zu machen auf Tor, weil ich rufen, übers Geländer mit ihnen! Naja, es ist keine freistehende Wendeltreppe, ne? Es geht halt in einem Tunnel nach unten. Ne? Freistehende Treppe Ach war so. Nur in diesem großen Meeresraum. Na gut. Also über eine Brüstung schmeißen ist da nicht viel. Kannst du höchstens weiter runtertreten. So, die Chimären waren dran, damit ist jetzt wieder Hjalte dran. Murmelt noch einer? Noch ziemlich. Liegt am Boden. Der liegt am Boden und murmelt noch? Ja. Ernsthaft? Gib ihm. Ja. Spricht bestimmt nur einen elfischen Kinderreim auf. Oh Mann, ey. Ja, dann hau ich den Wurfschlag. Einen elfischen. Ein elfischen. Alf. Wurfschlag. Nicht getroffen. Oh, weia. Ey, es gibt das? Echt nicht viele Möglichkeiten, den nicht mehr zu... Dafür maut den jetzt Mira. So, trifft. Hä? Plus eins von mir, alles noch. Wieder zurückgelaufen? Ja, immerhin haut die mal zu. Ja, wo kommt die da vorne her? Zu, die ganze Zeit daneben gehauen. Ja. Aber wo kommt die denn her? Die war doch mit der anderen weggelaufen. Nein, die Mira ist schon die ganze Zeit da. Die haben, gibt ihm den Rest. Gib Ruhe! So. Frag die bin. So, und dann ist Nasir dran. Hm? Haben wir einen weiteren Murmler dabei? Nein, also der Boden lag ist jetzt rot. Also es ist noch einer, von dem ihr wisst, dass er zaubern kann, weil er dich schon getroffen hat. Mit ja, dann kriegt der nochmal ein Steinchen an den Kopf. Yep. Versucht mal auszuweichen. Nee. Da bin ich ja beruhigt. Fünf.
Wenn wir jetzt gegen Goblins kämpfen, würde ich sagen, ja, läuft 5, aber wir werden alle sterben. So, ja, dann geht es weiter mit Valion diesmal. Ohne Ja-Nein-Würfel. Wer ist denn noch da? 2 Chimären, in der hintersten Reihe noch 2 Alben und vorne ein Alb. Dann schieße ich auf den linken hinteren Alb. Okay. Jawoll! Ja. Mach das nochmal. Verdoppelt Schaden, halbiert Rüstung. Ja, und halbiert auch einen Verteidigungswert, ne? Das weiß ich jetzt gar nicht. Der Verteidigungswert des Gegners wird für diesen Angriff halbiert, ja. Nahkampfattacke. Fernkampf, kritischer Erfolg, Verteidigungswert des Gegners wird auch halbiert, ja. Trefferpunkte samt alle Modifikationen wird verdoppelt. Verteidigungswert des Gegners wird für diesen Angriff halbiert. Um das zweimal hinschreiben, weiß ich jetzt auch nicht. Aber gut. Ja, du hast doch keine Verteidigung auf Fernkampf, höchstens ein Ausweichen. Ja, das ist dasselbe. Minus 8 und dann die Hälfte noch, Mahlzeit. So, gucken wir mal, ob er ausweichen kann. 20, oder? Ach ja! Tut mir leid, Valion. Das aber kann ja wohl nicht sein. Du hast dein Gegenstück gefunden. Oh Mann. Nee, wenn es mein Gegenstück gewesen wäre, hätte er jetzt gepatzert. Das hatte ich nämlich auch schon. Ja. Ich wusste gar nicht, dass Tritz in der Gruppe drin ist. Okay. Krottet mit einer schwer blutenden Wunde. Trifft nicht. Und ja, der erste Alp vorne schlägt auf Fjalte. Trifft ihn. Pariert. Dann kommt noch ein Alp von weiter hinten, der anfängt zu murmeln. Der zweite Alp hinten schießt mal mit seinem Bogen, den er letzte Runde gespannt hat, auf Valion und trifft ihn. Ha! Ha! So nicht! Neo-Valion. Genau. Ja, und die Chimäre. Erste Chimäre auf Jalte. Mit den Klauen. Halbiert, ne? Ja. Drückt mir die Daumen. Parierst du mit der 1. Komm. Ja! Ah, pariert. Ting! Alte sackt so ein bisschen unter der Wucht des Prankenhiebes ein, aber er schafft es, es ist pariert. Hast du die halbierte die um 4 erschwerte halbiert, ja? Oh nee, ach scheiße. War ja noch um 4 erschwert, ja, dann nicht. Schicksalspunkt? Genau, Schicksalspunkt. Ja, Schicksalspunkt. Danke. Ja, nochmal würfeln? Kann man damit eigentlich auch die Gegner zum nochmal würfeln zwingen? Ja, bringt nichts, wenn man dann mehr würfelt, ne? Er hätte auch sein können, dass du weniger würfelst. Ja. So, dann zweite Attacke. Achso, nee, der hat ja getroffen. Prankenhieb. Zwanzig Trefferpunkte. What? Ach ja, das stimmt, war ja eine glückliche Attacke. Ja, dann bin ich jetzt tot. Scheiße! Ja, 20 Trefferpunkte, nachdem ich eh schon 3 abgekriegt habe. Der überhaupt nicht genau auf 0. Der stärkste Kämpfer liegt am Boden. Und blutet schwer vor sich hin, während der zweite auf Krottet einen haut. Und ihn trifft. Der sich aber verteidigt. Der Rüstungsschutz auch nicht. Ist, glaube ich, schon abgezogen, oder? Drift.
pariert war, krottet. Da. So, ja, jetzt habt ihr einen One Man Down. Vielleicht Beine in die Hand nehmen? Ja, aber wir kriegen ja den Jalte niemals mitgenommen. Hm. Plan? Ihn sterben lassen? Leon hat keine Astralpunkte mehr. Doch, nee. Aber das dauert ja eine ganze Spielrunde, bevor ich ihn wieder auf den Beinen habe. Eine ganze Spielrunde? Wenn sich die Zauberdauer nicht geändert hat, ja. Okay. Ja gut, ich kann einen Lebenspunkt geben. Ich weiß nicht, ob er damit wieder aufwacht und gehen kann. Naja, also ich bin jetzt exakt auf null. Ja. Wenn ich den Charakterbogen richtig verstehe, liegt man bei null im Sterben und mit allem mehr scheint man, wenn man den Schmerz aushalten kann, also wenn man die Schmerz, ignorierst du den Schmerz einrechnet, Schmerz. Trotzdem alles machen. Ja, ich ignoriere nur 3 Punkte. Ja. Mit einem 16 Aktionen dauert der Balsam. Mhm. Ja. Ja gut, dann... wer ist denn dran? Jalte wäre zuerst dran, ja. Genau. Ihr seid alle komplett vor den Gegnern dran, deswegen frage ich nach eurem Plan, weil ihr könnt ja jetzt besprechen und dann... Ja, also wenn der Plan Rückzug ist, dann könnte ich halt Krottet beten, die zumindest kurz aufzuhalten. Bevor es uns folgt, solange bis wir mit Jalte so ein paar Meter gewonnen haben, dann würde ich halt auf ihn einen Heilsegen sprechen, der gibt halt nur einen Punkt. Mhm. Aber ja, dann kann man zumindest. Den Jalte ja auch zu zweit nach oben ziehen weiter und dann. Weil Krotte das glaube ich nicht der, wenn dann ist Mir ja die bessere Kämpferin. Die ist mehr gerüstet. Moment. Mira war doch die Travia-Geweihte. Nein, das ist die Zwergin. Mira ist die Zwergin. Jetzt, gut, hab verstanden. Ja, dann hake ich einmal, Jalte unter? Jalte unter einem Arm unter. Mhm. Den zweiten, klar. Ja, und dann ab die Kalonne. Und Krottet irgendwie sichert euren Rücken und Mira versucht, sich in den Weg zu stellen. Mhm. Und attackiert nochmal. Ja. Die langsamste auch noch von uns. Der Heilsegen muss ich nicht würfeln, die kleinen Segen. Du kriegst einen Punkt und kommst halt gerade so wieder zu Bewusstsein. Sie trifft. Der Alp verteidigt sich aber. Und ihr hört nur noch so wie Waffen aufeinander klirren. Und rennt weiter. Und außerhalb von eurem Sichtfeld wird wahrscheinlich der Kampf weitergehen. Eine Sekunde. Gib mal gerade eine Sekunde, ich muss was nachschauen. Mhm. Das kann ja jetzt sein. Ich kann ja mal Fianna beschreiben, wie sie denn die Flucht organisiert vorne oben. Wenn sie was zu tun hat. Das kann ich tun, genau. Ja, wir gehen die Treppe hoch, den Weg zurück, den wir gekommen sind, weil das der einzige Weg ist, den wir kennen und wo wir wissen, dass wir irgendwie wieder rauskommen. Ich lasse die anderen vorgehen und bilde selbst das Schlusslicht und dann hetzen wir irgendwie so schnell wir irgendwie können durch die Räume. Der hört dann irgendwann den auch den Schlachtenlärm von weiter unten. Und dann irgendwann so, wie Nasir dann irgendwie Rückzug ruft und was hast du nachgeguckt, Nasir? Ich habe noch 2 Flaschen Lampenöl dabei. Mhm. Ich mir halt irgendwie Nachtgewand oder irgendwo 2 Fetzen Stopp aufreißen, die oben reinstecken, anzünden. Ja. So dass ich zumindest Feuerbarrieren auf die Treppe machen kann. Okay, ja. Ja, ihr lauft weiter nach oben und hinter euch, ich würfel mal kurz, ja, geht der Schlachtenlärm weiter. Ich würde da unten bleiben, wird dann irgendwann nach Mira rufen. Ja. Sonst ist die ja... Mo. Ja, und... Lauf, ihr Narren!
Fliegt, ihr Narren. Doch fliegen gesagt. Ja gut, sobald die halt bei mir in Sichtweite ist, beziehungsweise ich freie Fläche hinter ihr sehe, erst da eine Brandbombe hin. Und sobald sie halt dann 5 Schritt weiter ist, da hinten dran, sodass dann ungefähr, weiß ich nicht, wie viel Areal da von der Treppe von einer Flasche bedeckt wird. Mhm. Dass da halt da mal ein paar Quadratmeter brennen. Ja. Aber noch ist sie unten. Katze, die Zwergin, hält gerade die Alben auf, während die anderen fliehen. Ja. Immer auf die Kleinen, genau. Ja, ihr lauft nach oben. Kann Valion während dem Laufen ein Balsam wirken? Oder funktioniert das nur, weil dann könntest du das ja so während der Flucht auf Jalte wirken? Muss ihn ja dafür berühren, das tue ich ja. Ja. Zu laufen und singen. Laufen und singen. Das ist genauso wie das klappt vielleicht. Gucken wir mal, ob es klappt, trotz Bewegung und allem. Achso, das R noch nicht vergessen. Ja, das wird, glaube ich, nichts. Oder? So, erster Wert geht auf Klugheit. Nö. Das wird nix. Hast du noch Schicksalspunkt? Stimmt. Das Ganze nochmal. Jetzt beliebig viele neu würfeln, also die 18 würde ich neu würfeln, die anderen waren ja gut. Ja. Ja, super. Ja, dann ist es gelungen. Wie viel kannst du ihm denn zurückgeben? 8. Dann bin ich jetzt auch leer. Okay. Leer, ein leerer Elf. Ja. Okay, ja, Nasir wartet oben an dem Absatz, dass Mira irgendwie kommt. Ja, klar. Und Fjanna, willst du auch irgendwie eine Falle bauen, irgendwas oder sowas? Na, wenn ich sowas könnte. Also das, nicht, womit macht man denn sowas? Kriegskunst. Wie sieht denn aus? Ja, Pferd von Null. Also ich könnte es versuchen. Dann würfel doch einfach mal, ob du auf die Idee kommst. Was soll ich dann würfeln? Klugheit oder was? Kriegskunst. Kriegskunst. Ach, Kriegskunst, ja. Okay. Mit Null kannst du es ja schaffen, wenn du unter den Werten bleibst, ne? Ja. 3D20. Ja, ist doch ganz gut. Ja. Also, warte, was ist Kriegskunst? Mut, jawollo, geschafft. 13, Klugheit und... Nee, ja, geschafft. Eine Qualitätsstufe, dann kommst du auf die Idee, ja, dass man das machen könnte, ja. Frage ist, was dann macht das? Ja, ich guck mich mal um. Was ist denn da, woraus ich eine Falle bauen könnte? Ja, ihr seid jetzt ungefähr auf der Höhe von dem ehernen, von diesem, dieser großen Kammer. Also ihr werdet jetzt gleich die große Kammer durchqueren mit dem Fisch. Mhm. Das gläserne Meer. Weiß nicht, wie viel Kraft du noch hast. Vielleicht kannst du warten, bis die Leute durch sind und dann das Meer zum Einsturz bringen oder so. Ja, das wäre mal echt eine Option. Womit? Das ist aber irgendwie eine Glaswand, ne? Wie kann ich das denn? Starten Feuerball oder so. Ja, das wäre vielleicht auch echt was zu überlegen. Das oder falls du hast einen Desintegrator, das wäre sogar noch besser. Ja, so, ja, natürlich habe ich sowas. Nein, natürlich nicht. Ich weiß nicht, was Zaubersprüche du hast. Ja, sowas. Hartes Schmelze. Ja, eben, genau. Genau solche Dinge fehlen mir. Als heute. Weißmagierin. Als Weißmagierin. Weißmagierin nicht, ja. Oder weiches Erstarre wäre jetzt auch schön, mitten auf der Treppe. Haha, ja, genau. Nein, ich könnte höchstens tatsächlich irgendwie Ignifaxius irgendwie machen. Alles andere bringt mir, glaube ich, nichts.
Was war nochmal Disruptivo? Ne, das war anders. Das ist Arcanitas, um Magie zu. Oder vielleicht hast du irgendwas, um eine arkane Wand zu generieren, irgendwie. Fortifex, arkane Wand. Heißt das Fortifex? Ja, habe ich nicht. Das wäre natürlich obertoll. Das stimmt. Aber das ist. Treppenaufgang, donk. Ja. Nee, ich hab nur Guardianum, aber das bringt ja nichts, das ist ja nur für mich. Ja, vor allem nur für Magie. Zauberklinge, Horiphobus, ne? Oder eine Wand aus wäre natürlich auch sehr nützlich. Applicatus und Ignifactus, ja? Applicatus hat's ja, glaube ich, auch nicht. Nee, habe ich nicht. So eine Wand aus Erz. Ja. Ja, wäre cool, wenn ich könnte. Ah, oh, aber der ist echt. Die Sarah würde jetzt einen Sturm die Treppe runterschicken. Ich könnte einen Ignifactius versuchen. Ja. Dann müsste ich, das probiere ich gleich mal. Ja, ich würfe mal kurz aus, ob das irgendwie, ob das funktionieren würde, wenn du dich jetzt die restlichen Runden bist, die anderen sind so quasi den Zauber quasi so stark machst und den generierst. Oder so. Ja. Und die restlichen Astralpunkte da reinpumpst. Ja, funktioniert. Kannst du da keinen Carbonifaxius draus machen und Diamant-Mannsplitter schießen? Kann man garantiert, aber jetzt so auf die Schnelle die ganze Zauber irgendwie ändern, klar. Ist wahrscheinlich. Ist klar. Ja. Gut, dann konzentriert sich Fianna jetzt auf diesen Zauber und wartet, dass der Rest durchkommt. Während Nasir auch auf Mira wartet und die biegt jetzt tatsächlich um die Ecke und blutet aus zahlreichen Wunden. Du siehst, dass die Plattenrüstung, die sie getragen hat, diese zwergische Rüstung an mehreren Stellen aufgebrochen ist und Teile dann wieder rausgefetzt sind. Und sieht schön nach Zangenangriffen aus. Ja, und hinter ihr die beiden riesen Chimären, die Mira natürlich um Weites überragen. Du siehst, dass die Axt von ihr gesplittert ist, also zumindest oben irgendwie ein bisschen angebrochen ist. Und sie läuft halt irgendwie vor dir weg und in dem Moment schießt ein Flammenstrahl an Mira vorbei. Auf mich? Ja, einfach nur nach oben, oder wo du halt gerade stehst. Okay. Ja, stell Deckung und halt sobald ich sicher über ihren Kopf wegwerfen kann, werfe ich halt die erste Pulle. Ja, werf. Und ja, sobald halt sie ein paar Meter weiter ist, nochmal hinten dran, dass halt, wie gesagt, so eine Fläche entsteht, die brennt. Mhm. Dann wirf. Ich soll werfen, bist du dir da sicher? Hast du dir halt gut überlegt. Jetzt auch Mira treffen. Das schreit nach einem weiteren Schicksalspunkt. Ja, definitiv. Stimmt. Oh Gott! Ich setze mich selbst in Brand! Ja, du wirfst das Ding. Und du wirfst es quasi Mira direkt ins Gesicht. Ja, dann tut mir leid. Ja, und die Zwergin geht in Flammen auf. Eine haarlose Zwergin. Ja. Rennt die weiter oder bricht die zusammen? Läuft gerade noch ein bisschen weiter und dann, war eben eine Attacke. Die Chimäre dahinter trifft und holt Mira dann von den Beinen. Ein bisschen Verluste gibt's immer. Ja, was solche Sachen? Böse Chimäre, das darfst du doch nicht. Ich würde sagen, lauf, Nasir, sonst bist du der Nächste. Ja, dann schmeiß ich halt den zweiten Krug und renne. Ja. Nur falls das ein Fallen, Hauptsache es brennt halt irgendwo, wo wir durchlaufen müssen. Fallen lassen würde ich dir keine Probe abverlangen. Also jetzt nicht direkt unter meine Füße, sondern ich brenne, ja, sondern schon. Ja, und dann würde ich beim Laufen nochmal einen Wieselflink auf mich sprechen, dann habe ich ein GS mehr. Super.
Ja, würfel mal auf geistige Stabilität. Ja, wenn es das hier gäbe, müsste sie da jetzt auf jeden Fall drauf würfeln, ja. Kannst du aber mal eine Probe auf Selbstbeherrschung machen? Ja, klar. Ja, klar. Hinter dir geht dann auf der Treppe das Feuer hoch. Moment. Oh, Gottes Willen. Puh, 2 Qualitätsstufen. Ja, Gott sei Dank. Ja, dann kannst du dich gerade noch so zusammenreißen. Du siehst noch die Zwergin, wie sie mit Feuer überzogen gerade von den Chimären überrannt wird und die eine Chimäre noch über ihr steht und die Zange so nach unten. Und dann in dem Moment entscheidest du dich, das kann sie nicht überleben und läufst halt. Nimmst die Hände. Ja. Und sind ja hier nicht beim Scheinheimer, ne? Wird Mira das nicht überlebt haben und ja. Musst jetzt mit der Schuld leben, dass du wahrscheinlich schuld daran bist, dass sie das nicht geschafft hat. Und läufst die Treppe weiter hoch und hörst hinter dir aber weiter auch die Leute hinter dir herheilen. Ja, du hast wohl ein bisschen durch die Brandfalle ein bisschen gut gemacht. Die müssen das wohl erst ein bisschen löschen oder trauen sich da nicht so ganz durch oder so. Aber sie kommen dir auf jeden Fall hinterher. Mhm. Ja, und dann lauft ihr die Treppe hoch und kommt irgendwann auch an zum ehernen Meer, wo ihr Fianna seht, wie sie irgendwie arkane Zeichen auf den Boden gemalt hat und dann irgendwie so eine schwere, große Feuerkugel zwischen den Händen balanciert. Bis sie da hochhechtet. Nasir ist ja ein bisschen schneller, der holt dann irgendwann Valion, Jalte und Krottet auf. Krottet blutet auch schwer, hat er auch einen dicken Treffer eingesteckt. Ja. Und kaum jemand von uns, der nicht verletzt ist. Ja, was macht ihr jetzt, wenn ihr da? Ja. Kommt, ihr seht ihr erstmal den Feuerball jetzt da stehen. Was sagt Fianna irgendwie, lauf vorbei oder was? Ja, ich schreie die an, lauf vorbei, ich versuche irgendwie die aufzuhalten. Das hat eben schon mal nicht funktioniert. Jalte Entschuldige. Ja. Jalte müsste jetzt ja wieder auch selbst laufen können, ne? Ja, inzwischen schon 16 Aktionen dauert der Zauber, das ist inzwischen durch. Er ist zwar schwer angeschlagen wahrscheinlich trotzdem, aber humpelt wahrscheinlich nach vorne und ja. Die lauft alle an Fianna vorbei und Fianna kann dann den Zauber mal wirken. Ja, sieht gut aus. Läuft, 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 läuft. Das bedeutet, Moment, lass mich kurz nachgucken. Fertigkeitswert 7, das müssten 3 Stufen sein, ne? Die habe ich ja alle über. Ja, die arme Zwergen-Stilhammer, ja, genau. 3, ja. Böser Nasir. 3 Erfolgs. 3 Erfolgs gerade. Ja. Du schießt diesen von dir generierten Mega-Feuerball gegen die Wand und diese Art Glas schmilzt an der einen Stelle und du siehst, dass das Glas Risse kriegt und eingeschmolzen ist an der einen Stelle und es macht so, knackt und knickt irgendwie um dich herum. Das Zeichen, dass du jetzt wohl auch schnell nach oben laufen solltest. Aber hallo. Aber ganz flott. Ja, und unter dir hörst du schon die Chimären, wie sie die Treppe hochkommen. Und das Letzte, was du siehst, als du unter dem die obere Ebene erreichst, ist, wie das die Wassermassen unter dir zusammenbrechen und eine Chimäre mit in die Tiefen reißt. Und so lauft ihr weiter nach oben. Und kommt dann irgendwann am Schiff wieder an. Total außer Atem natürlich. Ja, ihr konntet jetzt die letzten Meter wahrscheinlich ein bisschen langsamer laufen, weil Fianna wahrscheinlich aufgeschlossen hat und wahrscheinlich erzählt hat, dass das gläserne Meer eingestürzt ist. Da wird man wohl so schnell nicht dran vorbeikommen. Aber. Nee. Wo ist Mira?
Sie hat es nicht geschafft. Sie wurde beim Hochlaufen von einer Klaue eines dieser Bestien durchbohrt. Aber ich habe jetzt nicht gelogen, ja, oder? Ja, schon klar. Also bitte. Aber ihr Opfer hat uns das Leben gerettet. Da bin ich sicher. Sie wird in den großen Zwergenliedern eines Tages besungen werden. Wir werden sie nicht vergessen. Wir sollten irgendetwas, was uns an sie erinnert, irgendwie... Weiß nicht, wir müssen das ihrer Familie auch melden. Meint Obvolker. Falls wir irgendwann Zwerge finden, fragen wir mal nach, wie man das macht. Ja, das fängt. Kennt mich da nicht aus. Ich schau oben an. Wir sollten Lieder über sie singen. Das auf jeden Fall, mein Freund. Sie hat eine Strophe in der Saga verdient. Mindestens. Soll nun Knight sie heimsuchen. Ja, keine schlechte Idee. Ist ja nicht so, als wenn ich schon so genug Plagegeister aus der Vergangenheit hätte. Ja. Ja, und ihr setzt euch wieder auf den Eissegler. Und Moment. Ja? Ich weiß nicht, ob wir das schon gemacht hatten. Ich glaube nicht, als wir ankamen. Wir sollten die anderen Eissegler noch unbrauchbar machen. Soweit es auf die Schnelle geht. Ja, wie willst du das machen? Naja, man könnte ja... Naja, Segel haben die ja wahrscheinlich nicht gerade drauf. Nee. Wir könnten auf jeden Fall deren Haltetaue halt trennen und die auch schon mal in das Feld treiben lassen, ja. Dass sie halt nach unten sich bewegen. Ja, könnt ihr machen. Dann kappt ihr die Taue und die... Alles andere braucht wahrscheinlich zu viel Zeit. Ja, die Eissegler treiben davon. Ja, und ihr könnt, wie auch immer ihr das gerade schafft, irgendwie nach unten manövrieren, weil sonst war der Weg ja immer nach oben automatisch gewesen. Wie von Zauberhand bewegt ihr euch jetzt, wo ihr das auch möchtet, nach unten. Und kommt dann irgendwann auch wieder auf dem Eis an und schwebt nicht mehr und fahrt dann gen Süden davon. Alle natürlich total betrübt ob dem Verlust. Und ja. Alle obwohl ich ebenso traue wie die anderen und ja auch verletzt bin. Wirkt es so, als ja, je weiter wir vom Turm wegkommen, desto besser scheint es mir zu gehen. Also natürlich nicht körperlich, die Wunden schließen sich nicht, aber ja. Ja, die Stimmung ist schwer angeschlagen und ihr fahrt einige Tage durch, immer weiter gen Süden. Ihr wisst auch gar nicht, was ihr jetzt machen sollt, groß. Außer das letzte Lager zu erreichen. Könnt mal alle zwei Regenerierungswürfe machen für eure Wunden und für eure Astralenergie. So. Leuchtet eigentlich immer noch das Licht vom diesem Götterplatz aus? Ja, wenn ihr das nicht abgestellt hattet, ich weiß nicht, ob ihr das damals irgendwie wieder eingestellt hattet, ich glaube nicht, aber dann leuchtet das. Nee, hatten wir nicht, da wir die Befürchtung hatten, sonst den Weg zu verpassen. Ja, dann leuchtet das immer noch. Ja. Ja, hinter euch seht ihr immer noch selbst nach Tagen Fahrt. Auf dem Hinweg ist euch das gar nicht so aufgefallen, dass dieser Turm so riesig halt am Horizont prangt. Und irgendwie, vielleicht ist es nur demjenigen vergönnt, der von dem Turm weggeht oder der weiß, wo der Turm ist, ihn wirklich auch erkennen zu können, wenn man weit weg ist.
weil er ragt wirklich bis oben in die Wolkenspitzen hinein und prangt immer noch wie ein drohendes Etwas hinter euch und wirkt viel düsterer als der Turm, den ihr damals betreten habt. Und wer macht von euch Wachen? Oder wollt ihr überhaupt Wachen machen, während ihr fahrt? Nee, ich mach wohl eine Wache. Sag mal, einmal kurz, weil du ja gesagt hattest, dass in dem Turm die ganze Zeit die Magie leichter fließt oder so. Ja. Gibt's da noch einen Bonus auf Regenerieren von Astralpunkten? Naja, seid ihr jetzt vom Turm weg? Nee. Schade. Ja, aber ich mach wohl die erste Wache. Ich mach eine Wache, ich bin nur noch relativ fit. Ja, am nächsten Tag übernehme ich dann auch eine Wache und halt während der Fahrt auch den Ausguck. Gut, dann darf der Valion mal, also alle, die eine Wache machen, mal eine Probe machen auf Sinnesschärfe. Das ist übrigens eine super Idee, Murdoch, mit dem Chat. Müsst ihr aber auch immer regelmäßig gucken. Murdoch hat immer gute Ideen. So super Kraft von ihm. Ja, Quatsch, liegt ruhig auf Selbstbeherrschung. Quatsch. So. Zwei Fiana sieht schon ganz gut aus. Bei Mischka nicht so. Drei Qualitätsstufen sind das. Und ich gerade gelungen. Ja, die es bestanden haben, die bei ihr, wer macht die erste Wache von euch? Fiana? Hat der Fiana schon gesagt? Ja. Wirst du während deiner Wache ein Brüllen hören? Ein Brüllen? Ein markerschütterndes Brüllen. Irgendwas kommt vom Turm aus, würdest du sagen. Okay, ich wecke die anderen. Oder so. Ja, du weckst die anderen, ja. Also wer noch nicht davon aufgewacht ist, wenn das so mag erschüttern, weil den wecke ich dann jetzt. Wir sind ja auch alle ein bisschen müde. Das ist halt weit weg. Also wenn du nah dran gewesen wärst, wärst du auch wahrscheinlich mega laut gewesen. Okay. Wir sind jetzt schon ein, zwei Tage weg von dem Turm. Oh. Und ich glaube vom Turm. Ich habe was echt übel brüllen gehört. Wir sollten uns... Zwei Tage Entfernung, das muss aber ein sehr, sehr, sehr lautes Geräusch gewesen sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob das noch beim Turm ist oder auf dem Weg vom Turm zu uns hin, aber da kommt was. Ich würde mich mal vorbereiten. Ja, wir sollten uns wappnen. Bei dem, was wir im Turm erlebt haben, ist es nur wahrscheinlich, dass da etwas kommt, das böse ist. Jeder schnappt sich ein Schild. Okay. Geist von Mira. Ich. Super. Ein extra Account. Yeah. Ihr seid so klasse, ey. Ja, dann hake ich mal meine Bogensehne ein. Mhm. Greife mir erstmal den Schild. Und da bleibt ja nichts anderes übrig, als zu warten. Und auf den Horizont zu schauen. Ja. Was du während deiner Wache dann auch machst? Und du siehst dann... Nee, ich halte ja am nächsten Tag Wache, am nächsten Tag, ja. Also es kommt erstmal nichts. Okay, ja, dann hake ich natürlich auch die Bogensehne wieder aus und so weiter. Und während deiner Wache wirst du dann am Horizont dann einen kleinen schwarzen Punkt erstmal erkennen können, der sich auch... Ja. ...der über den Himmel fliegt. Ja gut, das könnte natürlich auch irgendeine Art von Also nach Vogel einem Tag hat Fiana das Schreien gehört und am zweiten Tag kannst du dann den Punkt sehen.
Und der kommt dann solange irgendwann nicht größer wird. Näher. Und wird wahrscheinlich dann auch größer. Wird größer, ja. Ja, dann wecke ich auch die anderen. Wächst die anderen. Könnt alle mal eine Sinnesschärfenprobe machen, weil momentan, der Elf, Punkt am Himmel. Oh, wie hart, ey. Ach, die ist ja schon ein bisschen besser. Ja, wieder mal 3 Qualitätsstufen. Gut, halt. Nein. 2 Qualitätsstufen. 2 Qualitätsstufen, das sie jetzt nicht geschafft. Fianna hat es. Ja, mit 3. Geschafft, mit 3. Und Jalte? Auch mit 2 Qualitätsstufen. Auch mit 2. Dann könnt ihr langsam jetzt die Silhouette oben am Himmel erkennen, die so näher kommt. Irgendwo ein großer Vogel oder so etwas. Vielleicht? Die Alken. Ja, dann hört ihr auch, wie dann, wo ihr es gerade so realisiert habt, denn diesmal wirklich ein riesigen, lautes Brüllen aus dem, was aus dem Himmel kommt. Und ja, fahrt weiter, weil groß verstecken kann man sich hier in der Eiswüste nicht. Und ja, nach ein paar Minuten seht ihr dann, dass das kein großer Vogel ist, der da oben am Himmel fliegt, sondern ein Drache, der über den Himmel seine Kreise zieht. Und auf näher kommt. Also ihr würdet sagen, dass es ein Drache ist. Es ist schuppig, es ist groß, es sieht aus wie eine Flugechse, es muss ein Drache sein. Es wird sterben. Ja. Machen wir uns bereit zu kämpfen. Es war doch klar, dass sie mit den Schuppenwesen in gemeinsame Sache macht. Ja, gut, dass ich halt so optimistisch ist in meinem Kopf. Allerdings, Fianna das nicht kennen, fängt das Lied von Knorkator, wir werden alle sterben, anzududeln. Ja, das Mira, jetzt könnt ihr. Der große Skalde Knorkator. Ja, ja, der. Mira, jetzt also, könnten wir wirklich dich gebrauchen. Zwergen, wir kämpfen noch immer Drachen. Ja. Ist aber nicht da. Ja. Nasirs Unterlippe zuckt ein paar Mal, als du das sagst. Aber musst du jetzt nicht hier auf ausrasten im Chat, oh bitte. Nein, die ist mir schon die ganze Zeit dran. Ja. Ja. Gibt es mir allen schuld. Ja, du bist doch eher schuld. So. Einer muss es ja sein. Einer muss es sein. So sieht's aus. Der Dicke ist, ja. Ja, und in der Tat, der Drache rückt näher und speit einen Schwall von, ja, ist es Eis oder ist es ein Eisatem, den er auf euch niederspeit und ja, trifft euer Schiff nicht vernünftig, aber ihr merkt, dass dieser Eishauch euch wirklich schon auch, wenn er euch nicht trifft, euch schon mitnimmt. Wenn er euch getroffen hätte, wäre es vorbei gewesen. Ja, und ja, Phileason und Krottet und Inu machen Wurfspeere bereit. Habt ihr keine Armbrüste an Bord, Captain? Mira hatte eine Armbrust. Die müsste hier noch irgendwo sein. Das wird ein Running Gag werden. Oh, leck, ey. Wäre es nicht vielleicht besser, wir halten an und gehen in Deckung hinter dem Segler? Ja. Wir sind doch in der Luft, andere? Oder? Hm? Der Drache ist in der Luft, ja. Nein. Hm? Ich glaub, der Drache, ja, aber wir nicht. Ah, dann habe ich den Punkt verpasst, sorry. Ich glaube, das wäre nicht klug. Der Drache kann weiterfliegen um uns herum. Und zu dem Grab? Der kaputt ist. Ist der weit weg? Das dauert noch etwas, bis wir da kommen. Wir können aber auch um das Schiff rumlaufen und dadurch wird er vielleicht zu Boden kommen. Dann ich glaube, er kann schneller fliegen, als wir laufen, Valion. Das befürchte ich auch. Verdammt, ich habe nur Richtungssinn, keinen Entfernungssinn.
Ich schnapp mir einen von den Sperren. Ja. Schleuder. Hat denn jetzt jemand die Armbrust in der Hand? Ja. Also ich hab meinen Bogen. Kann er denn jemand mit umgehen? Das ist echt übel, was ich hier stehen habe. Aber wahrscheinlich alle anderen genauso, ne? Wenn wir da. Ja, der Hein schnappt sich die Armbrust. Hein. Ja, Hein. In Miras Namen! Ich mochte sie, verdammt! Nein, Hein muss ja rufen, ich fand sie nicht ganz so scheiße. Ja, genau. Eigentlich fand er sie ziemlich scheiße, weil sie ein Zwerg war, aber gut. Stimmt, Hein hat doch die ganze Zeit gegen sie gestänkert. Ja, genau. Der stänkert gegen alles, was nicht Torwart ist. Stimmt. Gut, dann wird der Drache jetzt einmal attackieren. Und wir machen erstmal nochmal eine Inni-Runde, genau. Aber dann gucken wir, ob ihr zuerst dran seid. Schild denn diesen Eisatem irgendwie abwehren? Nee, wa? Es kommt auf den Versuch drauf. Also ihr könnt nachher als statt einer Verteidigungsaktion auch das Schild nach oben schmeißen das erste Mal. Dann gucken wir mal. Das ist super gelaufen, ey. Hör mal. Inni 14. Moment. Inni 14 für... Warte, ich habe hier gar nicht hier draufstehen. Jetzt Fiana. 14. Vorhin. Ja. Nasir? 17. 17? Das war von mir. Mira ist tot. Die alte. Oh, wolltest du nochmal erwähnen? 19. Die nächsten 3 Jahre in Phineas, wann wird mich das verfolgen? Malion? 18. 18. Roll ich mal für den Drachen. 3. Dann seid ihr alle vor dem Drachen dran. Das ist doch immer nett fast. Ja, wenn er nur Inni 3 hat. Nee, 13 hat er. Dann dürft ihr alle erstmal zuerst agieren, und zwar zuerst der Jalte, wie immer. Ja, Wurfspeer, ne? Mhm. Würde ich sagen, dann gibt's einen Wurfspeer. Treff aber nicht. Ist nicht. Geht daneben der Wurfspeer. Dann die der Valion mit seinem Bogen. Ja. Ich habe ja präziser Schuss. Mhm. Könnte ich damit quasi das Auge des Drachen visieren? Ja. Es gibt halt ein paar Abzüge. Ja, klar, aber ich meine, seine Schuppenhaut ist ja so bestimmt auch nicht gerade so dünn. Mhm. Also wird es recht viel wenig bringen, wenn ich einfach so schieße. Ja. Okay. 2 erschwert wegen. Dann ist das Ding aber riesig. Das heißt, kriegst du plus 8 auf den Fernkampfwert schon mal. Plus 6 nur noch, weil es weit weg ist. Ziel bewegt sich. Minus 2, dann war plus 4. Und. Jetzt ist es hier. Steht nicht, wenn was irgendwie klein ist. Ich sag mal, weil es so klein ist, kriegst du dann nochmal Abzüge, dass du genau auf 0 bist. Dein Wert. Ja, also um 8 erschwert hätte ich getroffen. Ja, dann triffst du das. Mach ja, Schaden. Schon dabei. Nein. Das war jetzt nicht ganz richtig. Schön wär's, aber nein. Neun. Ja. Okay. Das sind dann. Ich lasse mir einen Moment Zeit und zentriere mich darauf,
die sich mein Fey verbindet mit dem Pfeil und dem Drasa und lasse dann den Pfeil von der Seele schnellen. Sehne. Seele, ja, genau. Seele, Pfeile, wow. Ja. Okay, dann und auf einmal. Nasir. Ja. Nasir greift mit der Quatschkanze. Wie weit ist der Drache weg? Weit. Pi mal Daumen. Gut. Kommt auf die Waffe an, was weit bedeutet, aber die Schleuder von mir kann sowieso nur 60 Meter maximal. Dann wirst du den wahrscheinlich jetzt gerade mal nicht. Gut, gerade so treffen können, weil der fliegt ja an gerade. Ja, mhm. Dann würde ich gerade so treffen. Mhm. Ja, mach Schaden. Ah. Achso, sogar minus 1 dann, wenn es extrem weit weg ist. 3. 3? Ja. Das interessiert den bestimmt ziemlich viel. Du hast ihn auf jeden Fall getroffen. Das freut mich. Dann ist Fianna dran. Ja, Fianna konzentriert sich. Ich weiß gar nicht, du hast vorhin gesagt, mal halt mit Kreide was auf dem Boden. Ich glaube, da muss ich gar nicht, ne? Ne. Murmelt vor sich hin und zwischen den Fingern entsteht ein größer werdender Feuerball, der aber noch ein bisschen warten muss, bis der Drache näher dran ist. Mhm. Okay. Ja, dann fliegen ein paar Wurfspeere Richtung Drache. Auch ein bisschen Schaden. Von der Rest von Crew und den Hain rolle ich mal hier. Hain. Ah, Mira, leite mich! Super. Weiß ich gerade nicht aus, wenn ich was eine Armbrust an Schaden macht. Ist das eine zufällig gerade? Nö. Das Regelbuch gerade irgendwie das PDF auf oder so? Steht es nirgendwo auf dem Spielleiter schon? Was nochmal? Eine Armbrust, was sie an Schaden macht. Welche? Mittlere, leichte, repartier, schwere? Komm, die hat eine große Armbrust gehabt. Ich habe das für den Zwergen gehört. Ja. Das ist ja so Spaß hier. Ein Schuss Gegner tot und danach mit der Axt. Genau. Schavere. Da. 2W6 plus 6. Und kommt jetzt auf die Entfernung an. Nahdistanz ist bis 20 Meter. Das heißt plus 1 zum Treffen, plus 1 auf Schaden. Bis 20 Meter Entfernung. Also 2W6? Plus 6. Plus 6? Schon fetter Bruder. 17. Ja. Und dann, es gab das nochmal auf mittlerer Reichweite? Gar nichts. Gar nichts, okay. Ja, das ist aber trotzdem schon mal ordentlich hier. Ja. Ja, der Drache von mehreren Speeren und von dem Bolzen und dem Pfeil getroffen und auch natürlich dem Stein, den er sie geschleudert hat. Ja, der landet vor euch und speit einmal einen Feuerschwall in eure Richtung. Erst Eis, dann Feuer kann der sich schon nein, entscheiden. Nein, ich meine einen Eisstrahl, Entschuldigung. Achso, okay. Okay. Ja, und ja. Das Schiff kann schwer ausweichen. Der Geist von Mira. Ach, besessen von dem Geist von Mira kann es das. Miras Arm, wo ist der Dank? Genau, richtig. Ihr könnt jetzt euren Schild hochreißen, wenn ihr wollt. Dann tun wir das doch. Oh, kann das jemand über mich drüber reißen? Das muss ich den Zauber auflösen, dann ist wieder kaputt. Ja, ich schütze dann Fianna mit dem Schild zusammen. Du schützt Fianna? Okay, also dann, mich und Fianna, hoffe ich, so schildwallmäßig. Ja, dann wirst du von dem Frosthauch trotzdem das mitnehmen. Ja, kein Thema.
Das nehme ich in Kauf. Du kriegst jetzt pro Runde einen Schadenspunkt wegen Kälte. Okay. Sorry. Kein Thema. Sag ich ja, ich nehme das in Kauf. Dann bilden sich Eiskristalle in deinem Bart und es ist ja nicht sowieso schon super, super kalt hier, aber das gab es nochmal richtig. Jo, und die nächste Runde. Wie nah ist denn der mittlerweile ran? Ja, der ist vor eurem Eissegler gelandet und hat halt gespeit. Die Frage ist jetzt, ob ihr vorbeifahren wollt oder anhalten wollt. Ja, anhalten wir ja noch schlechter, dann haut er ja noch zu. Ihr habt allerdings auch kaum noch Speere. Also einmal könnt ihr noch schmeißen und dann war es das mit deinem Bogen. Ah, ich habe ja noch ein paar Pfeile. Ja, Pfeile und Armbrust gibt es noch, ja. Gut, dann fahrt ihr ja, weiter. Ja, oder was entscheidet? Ja, bleibt uns hin? Ja eigentlich nichts anderes übrig, ne? So, nee, eine Runde schmeißen könnt ihr noch. Ja, dann schmeißen wir noch eine Runde. Ja. Let's fetch, sprach der Frosch und sprang in den Mixer. Ist klar. ich schmeiß mal. Ja, sagst du gleich nochmal eben die Reihe? Ja, voll! Miras Geist denkt mich ab. Immerhin kein Patzer bei dir. Tja, den nächsten auf den Hinterkopf. Ah! Oh, wow, das wird knapp. Jetzt sind alle auf einmal gewürfelt, aber gut. Sorry. Die Alte war, glaube ich, der Erste, der Schaden machen konnte. Die Alte hatte getroffen, genau. Das habe ich gesehen. Alles klar. Ich glaube, so ein Speer macht 1W6 plus 6. Was machen die denn? Plus? Das habe ich zumindest eben das gewürfelt. Achso. 1W6 plus 6. Ja, 8. Mhm. Ja. Valion, war das ja glücklich. 14. 14, sehr gut. Ach ja, Rüstungsschutz wurde auch halbiert, ne? Ja, Rüstungsschutz halbiert, Schaden verdoppelt und Verteidigung halt. So, Fianna, das geglückt bei dir? Bei Nasir ist ja daneben gegangen. Ja, hat geklappt. Darf ich Schaden machen? Ja. Oh, 9. 9. Und brennbares Ziel, mach mal den W6 hinterher. Achso. Ah, lala, scheiße, verdickt. 6. Nee, fängt nicht an zu brennen. Nicht. Und ja, die Rest der Crew schmeißt wieder auch noch einmal in den Speer. Diesmal war es nicht ganz so gut. Immerhin 2 Treffen. Und den Hain würfel ich wieder hier. Weil der wird ja vom Geist vor. Ah, Mira hat auch ihn abgelenkt. er sollte ja höher zielen oder sowas, ne? Genau. Ja, er schießt den Bolzen quasi Richtung Freiausscheide. Mira sagt, du sollst höher zielen. Okay. Ja, der Drache schlägt mit seiner Pranke nach dem Schiff. Und verfehlt das Schiff. Puh. Ja, und neben Fianna immer noch der Puzzle Abdul gerade zugange. Guckt kurz hoch. Oh! Kollege, das war eine hervorragende Feuerlanze. Aber das geht an, das geht noch viel, wenn Sie das effektiver machen wollen, machen Sie das so. Warten Sie mal. Okay. Angst. Echt ein bisschen Angst. Und er murmelt was in seinen Bart.
Und Hjalte ist wieder dran, hat keinen Speer mehr. Ihr seid an dem Drachen vorbeigefahren. Ja, dann tue ich Folgendes. Also wir sind an dem Drachen vorbeigefahren. Mhm. Also wir sind quasi jetzt schon wieder auf dem Weg vom Drachen weg, ja? Ja. Der könnte halt jetzt hinter euch hersetzen. Man wahrscheinlich wird er euch sofort wieder einholen, aber. Dann würde ich, glaube ich, verzögern, bis der Drache kommt. Okay. Valion? Ja. Ihr könntet Nasir entfesselt vor den Drachen werfen, damit der Drache beschäftigt ist. Das machen wir mal. Der Chat hasst dich, Nasir. Galo mit Axt. Das ist halt irgendwas. Ja, genau getroffen. Genau getroffen, ja, mach Schaden. Das Ding weicht so kleinen Dingens wie deinen Pfeilen nicht aus. Obwohl die so wehtun. Genau. Nein, nicht geht 16, so. Sondern. Sechs diesmal noch. Ja, sage ich ja. Okay, dann haben wir noch die Fianna. Und den Nasir natürlich auch. Nasir ist vor Fianna dran, Entschuldigung. Ja, dann schieße ich auf jeden Fall nochmal. Oder schleudere ich. Den Stein Richtung Drach. Ja. In diesen Stein. Was genau? Was soll ich sonst tun? Ich armer kleiner, unglücklicher Arbeitsgeweihter. Schieß mir das Auge. Ganz ehrlich, ja. Hat bei David gegen Goliath doch auch funktioniert. Der Geist von Mira. Nicht am Drachen vorbeifahren, umdrehen, umdrehen. Sehr schön. Ja. Mit 7 hätte ich hoffentlich getroffen, wenn er nicht ausweicht mit einem tollkühnen Flugmanöver. Nee. Wenn er schon im Pfeil nicht ausweicht, dann weicht er auch dem Stein nicht aus. Ja, wer weiß. Ich hatte ja Allergie gegen Steine. Wie weit ist er denn entfernt? Na. Steinchen, Flieg und Sieg. 8. Ja. Okay. Fianna? Ich fange wieder an zu murmeln. Einmal kann ich es nur versuchen. Mhm. Dann. Aber das dauert ein bisschen. Mhm. Das dauert etwas, genau. Und ja, die Crew hat auch alle keine Speere mehr. Die trommeln jetzt mit ihren Äxten auf ihre Schilde, um den Drachen irgendwie in Torvaler-Manier irgendwie zu provozieren. Ja. Hast du mit rein? Ein ich schießt natürlich. Ja. Hein schießt. Oh! Hein! Ja, schießt ihm das andere Auge aus. Nicht umdrehen! Am Drachen vorbeifahren. Sehr schön. Ja. Was 2? D6 plus, was war das eben gewesen? 2 mit 6 plus 6. Wenn er nah ist, gibt es nochmal plus 2, richtig, Mischka? Plus 1. 18, 36 Schaden. Jawoll! Zack! Das ist definitiv eine zwergische Armbrust. Alter, mega. Ja, Hein kann das jetzt. Hein wird die neue Mira. Ja, ist besessen Hein wird jetzt Armbrustkünstler. Boah. Ja. Dann ist jetzt der Drache dran, der noch einmal nach dem Schiff schlägt und immer noch verfehlt. Jawoll! Nix. Rot kann schimmeln, dann was kannst ist, du? Dann ist Hjalte dran. Der wollte ja bis nachdem der Drache dran ist. Genau, ich wollte verzögern und zwar wollte ich warten, dass er nach dem Schiff schlägt, um seine Pranke zu schlagen. Ist das in irgendeiner Form möglich? Ja, gebe ich dir eine Erschwernis um 4. Alles klar. Dann hau ich natürlich auch noch mit einem Wuchtschlag.
Sehr schön, Cat, sehr gut. Ja, das ist so immer echt so fassbar. Den Drachen mit dem Buchschlag geköpft. Um 4 erschwert? Leider nein. Knapp. Ah. Okay. Was? Du berechnest, dass es ein sehr großes Ziel ist und so? Er schlägt im Nahkampf zu. Wenn ich das noch dazu kriege, dann nicht. Natürlich schlägt im Nahkampf zu. Er hat gesagt, plus 4, weil er sich bewegende Pranke ist und so. Okay. Gut. Dann ist jetzt der Abdul dran. Und neben dir ertönt es Ignisfero! Alter, der kann auch den Nummer größer, ne? Ja. Hey, alle in Deckung. Ja, geht alle in Deckung. Das wäre nämlich also gut, dass ihr an dem Drachen vorbeigefahren seid, weil, sonst hätte er das Segel mitgenommen. Ich muss gerade mal gucken. Alter, wie Ignisfero denn noch? Alter, verwandt. Zum Glück nicht mehr so viel wie früher. Aber der macht schon noch ordentlich. US mal 3. Oho. Oder waren 6W6 plus 6. 2W6 plus QS mal 3. Ja. Ja, 35 Schaden. Läuft, würde ich sagen. Ja, der Drache geht an einem riesigen Feuerschwall in Flammen auf und gibt einen wehklagenden Schrei von sich und bricht dann auf dem Eis, das Eis schmilzt unter ihm, bricht im Eis ein. Mira schwebt aus Hain heraus, so geht das. Ja. Sehr schön. Das heißt nicht Ignisfero, sondern Kamehameha. Ja, so ähnlich, genau. Ja. Und seine Werte hat auf jeden Fall. Gut. Ja. Sag mal, Leute, ganz kurz eine Frage. Was passiert, wenn man einen Zauber vorbereitet und den dann nicht wirkt? Sind die ASP dann weg oder bleiben die? Nee, du hast ihn ja nicht gesprochen. Also bei DSA 4 war es immer so, wenn du einen Zauber angefangen hast zu sprechen und abgebrochen hast, ist das genauso, wie wenn du einen Zauber nicht durchgezogen hast. Also wenn du die Probe vergeigt hast, also halbe... Ich gestatte dir, dass du die ASP behältst. Danke, Meister. Ja, der Drache sinkt quasi im Eis ein und ihr fahrt weiter. So habt ihr auch vielleicht den letzten Herrscher der Pardona besiegt. Wollen wir den nicht jetzt auch noch finishen? Könnt ihr anhalten, ja. Also ich was sagt denn der Geist geil, von Mira? Was sollt ihr mit dem... Mit einem Mantel aus Drachenschuppen nach Hause zu kommen. Ja. Aber der Geist von Mira hätte so eine Zauber geschafft. Steht hier jetzt im Chat. Ja. Das ist super. Find euch super als Geist von Mira. Muss ich mal sagen. Ja. Ja, wir sollten euch auf jeden Fall Schuppen mitnehmen als Andenken an Mira. Das ist bestimmt ein guter Beweis für ihre Tapferkeit bei den Zwergen. Ja klar, also Zwerge haben doch eh immer so einen immerwährenden Battle mit Drachen, oder nicht? Nicht nur Zwerge, ja. Rufe ich und heb die Axt hoch und brülle. Yeah! So ein Drachenkopf wäre ein gutes Souvenir. Ja, gut, dann haltet ihr an. Und stapft rüber Richtung Drache, der im Eis versunken ist. Und ihr seht jetzt gerade dieses Riesenloch im Eis, was dieser Flammenstrahl hinterlassen hat. Und wahrscheinlich ist das Ding unten im Meer versunken. Oh. Wollen wir mal ein, zwei Schuppen, die noch auf dem Eis liegen? Nee. Es ist halt ein Armbrustbolzen und ein mega guter... Ja, ein mega guter Flammenzauber gewesen. Und der Schuss ins Auge. Ja. Ja, mit einem Auge kämpft die schlecht. Deswegen hat er bestimmt dann auch das Schiff wieder jemand verfehlt. Wahrscheinlich, ja. Ja. Wahrscheinlich. Gut. Dann rastet ihr oder so noch und fahrt, setzt euren Weg nochmal fort. Und wir wären für das Szenario für heute am Ende. Am Ende des Abenteuers auch.
Ihr habt die Flucht aus dem Himmelsturm unter schweren Verlusten geschafft und habt auch den Drachen besiegt. Ob es jetzt wirklich ein Drache war oder nicht, weiß ich, wisst ihr ja noch nicht. Er ist ja versunken. Und ja, die Vorhersage, dass wir alle sterben, hat sich ja nicht so ganz bewahrt, ne? Eine zu. Sei doch froh, dass ich so ein schlechtes Orakel bin. Eine zumindest, und die spukt jetzt bei mir. Ja, ja. Okay. Das ist ja auch deine Schuld, dass sie gestorben ist. Am Ende des Abenteuers. Was hatten wir gesagt? Durch 10 die Abenteuerpunkte. Dann sind das 40 Abenteuerpunkte. Gibt's ein Talent, das einen gegen Geisterheimsuchung abschirmt? Nein. Nee. Dich nicht. So. Na, mich nicht, nein. Haunted. Kann ich ein bisschen Nachteile Haunted aufschreiben? Ja. Ja, kannst du dir aufschreiben, ja. Moment, guck mal, ob das fällt. So, alle ist. Zauber des Zauberns mächtigen Helden kriegen einen permanenten Astralpunkt dazu. Yes! Yeah. Sehr schön. Priester denkt wieder keiner. Mann, Mann, Mann. Ja, das warst du an einem ziemlich unheiligen Ort. Mhm. Während die beiden auf einem Knotenpunkt der Kraftlinien waren. ich weiß, gibt es spezielle Erfahrungen noch inzwischen? Nicht mehr, ne? Da, ich glaube nicht, ne. Hä? Nicht. Wo kann ich denn die Steigerungstabellen gibt es ja immer noch, ne? Ja, klar. Aber das macht ja automatisch. Dann sage ich mal, dass der Chalte kann sich kann für die nächste Steigerung, wenn er das denn macht, Boote fahren und Sagen und Legenden sich eine Spalte einfacher steigern. Wenn er mag. Ja, das Problem mit dem automatischen Bogen, das muss er sich in XP umrechnen und draufgeben. Ja, ja, weil kann er ja machen dann. Das ist ja nicht das Problem. Ja, nur so als Info. Dann Fianna kann Lesen und Schreiben und Sprachen Astaria sich dazu machen. Wenn du Istira kannst, yeah. Wenn nicht, dann Istira. Istira kann ich, Astaria. Ja, dann Astaria. Hat der Valion dir wahrscheinlich dann beigebracht ein bisschen. Ja, läuft. So, der Valion kann sich ein bisschen über Geschichtswissen freuen. Und über entweder Magiekunde oder Götter und Kulte. Kannst du dir aussuchen. Götter und Kulte. Gut. Und der Nasir kriegt Orientierung. Mhm. Und wenn du Istira kannst, kannst du? Nein. Dann kriegst du Istira. Mhm. Das ist Astaria noch. Gut. Ja, Stimmt gar nicht. Ich kann gar nicht Istira. Ups. Dann kriegst du Istira dazu. Dann krieg ich Istira, ja. Also Nasir kann sich aussuchen, sprechen oder schreiben bei Istira. Ja, sprechen. Ich bin ja mehr der Verbale. Ja, wir heute haben wir viel gekämpft. Ich denke aber, das gehört auch zu einer guten DSA-Runde. Hm. Der Würfelbot war gar nicht so böse heute. Ich fand, der hat einige interessante Szenen generiert. Ja, der hat wirklich gute Szenen generiert, das stimmt. Und dass der Chat jetzt den Geist von Mira spielen muss, ja, oder darf, ist doch irgendwie auch ein nettes Gimmick für unsere Runde. Beim nächsten Mal gucken wir dann, wie es weitergeht im neuen Abenteuer der Unglückswolf. Und bin gespannt, wie es weitergeht. Mit unserer kleinen Heldengruppe. Sagt ihr noch was kurz was dazu? Irgendwie? Episch. Ja, erstmal danke an meine Mitspieler und an Koali wieder fürs tolle Leiten.
Und ansonsten, ja, es war heftig mit den Kämpfen gewesen. Also so starke Kämpfe hatten wir bis jetzt ja noch gar nicht. Man merkt dann auch, dass so einige Charaktere so gar nicht fürs Kämpfen eigentlich ausgerichtet sind. Mhm. Ja. Also wenn ich nicht einen zusammen mega fiesen Hieb abgekriegt hätte, hätte ich da wahrscheinlich noch länger stehen können. Ja, deutlich. Ja, die Chimären sind halt auch ziemlich fies, ne? Das ist so. Die sind ja, also 20 TP ist halt heftig, ne? Also wenn man mal das Glück auf den Eis rauskommt und dann... Ne? Ja. Ja, der hat mich gecrittet, hat deswegen die 20 TP gekriegt, da hatte ich ja nur halbe Rüstung. Ja, was da auch nicht mehr viel ausmacht. Ja. Wer ist denn der Geist von Mira? Ja, das... Es bleibt der, geheim. Der Geist von Mira ist der Geist von Mira. Gut, ja. Magst du noch was sagen, Fianna? Ja, ich fand's gut. Warst ja beim ersten Teil relativ außen vor, aber gut. Ja, das war ja auch ein bisschen selbst gewählt, ne? So wenig Punkte über, dass ich dachte, das traue ich mich jetzt nicht. Ja. Der Chat fand auch alles gut, bis auf Miras Tod. Ja. Ja. Gehört aber dazu, einfach, ne? Sind ihr nicht bei My Little Pony? Ja, schade eigentlich, ne? Zumindest habt ihr jetzt auch noch eine Sidequest, Miras Tod ihrer Familie berichten. Das macht der Valion freiwillig. Die waren ja so. War ein Witz. Ey. So. Ja. Das ja, macht rein. Ja, richtig. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Das nächste Abenteuer ist wieder so komplett anders als dieses hier. Bin sehr gespannt, wie das dann kommt. Ich hoffe, ein bisschen mehr Socializing. Ja, Socializing kommt auf jeden Fall in dieser Kampagne noch mehrmals vor. Ja. Ihr habt ein bisschen was erfahren über die Geschichte der Elfen und über den Fall der Elfen und ich weiß auch nicht, was Valion jetzt mit seinem mit den Erkenntnissen macht, so als Legendensänger. Da hat er doch jetzt ein bisschen auch verstörende Sachen über sein Volk herausgefunden. Allerdings auch Dinge, die ihn neugierig machen. Kjalte hat sich sicherlich seinen Platz in der Saga von Ohmvolker erworben. Jawohl. Fianna hat vieles interessante Sachen herausgefunden über die Magie dieses Ortes und hat jetzt mit diesem merkwürdigen Abdul, der sie da gerade belehrt hat im Kampf gegen den Drachen, noch vielleicht kann man von dem noch was lernen. Ja, und Nasir hat seine eigenen Probleme. Ja. Seine eigenen harten Erfahrungen gemacht, ne? Ja. Vielleicht muss der mal bei Shaya jetzt in die Seelsorge oder so. Wer weiß. Vielleicht machen wir beim nächsten Mal so ein kleines Vier-Augen-Gespräch zwischen Nasir und Shaya. Oder mal so als Interlude zwischendrin vielleicht mal oder sowas. Mal gucken. Lagerfeuer abends, wenn Nasir und Shaya zusammen Wache halten, ein kleines Gespräch führen oder so. Fände ich ganz witzig. Weiß nicht, wie es der Chat sagt. So, vielleicht machen wir das zwischendrin mal. Wann es auf jeden Fall weitergeht mit der Runde, seht ihr im Nordpol-Forum hier auf Twitch in den Ankündigungen oder auf Twitter, wenn ihr mir da folgt. Und ja, ich bedanke mich fürs Zugucken, fürs Nachgucken oder so. Und ja, der Geist von Mira sagt jetzt gleich auch nochmal Tschüss und dann ist es auch vorbei. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.